Erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit? Gewohnt wurde in der Vorstadt, gearbeitet im Büro in der City und mit dem Auto fuhr man täglich hin und zurück. Energieverbrauch spielte keine Rolle. Das hat sich geändert. Sie wissen schon, Klimawandel, Energiewende, Ressourcenschutz, Green Building ist angesagt. Haben Sie schon einmal überlegt, wie viel das Bürogebäude an Energie verbraucht, in dem Sie arbeiten? Sie haben keine Ahnung, nehmen aber an, dass es ziemlich viel sein wird? Ein Grund mehr, der Sache nachzugehen. Was ist die Immobilie der Zukunft, haben wir Experten in Hamburg gefragt. Wir wollen herausfinden, welche Vorzüge sie für Mensch und Umwelt bietet, wie man sie zeitgemäß bewirtschaftet und ob sich das Ganze rechnet. Auf der Spurensuche haben wir zunächst Ralf Bode getroffen. Er hat sich auf die Nachhaltigkeit von Immobilien spezialisiert. Was ist seine Einschätzung? Das Gebäude der Zukunft wird sich auszeichnen durch besondere Qualitäten in der Nutzereffizienz, wird besonders energieoptimiert sein und es wird die Möglichkeit bieten, auch veränderte Nutzungsszenarien jeweils abzubilden über die Lebensdauer. Das klingt sympathisch und macht Sinn. Mittlerweile gibt es zahlreiche Green Buildings, die diese Merkmale aufweisen. Wie lassen sich solche Gebäude realisieren? Der Bauherr muss zu einem sehr frühen Zeitpunkt verstehen, wie ein gutes Ergebnis entsteht. Und dieses Ergebnis dann mit einem möglichst vollständigen Planungsteam schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt als Idee vorwegzunehmen, das ist der wesentliche Schritt. Und dazu gehört zunächst mal ein weitergehendes Verständnis von Planungsprozessen sicherlich, aber es gehört auch die Bereitschaft dazu, Fachleute schon sehr früh in Planungszusammenhänge zu integrieren, also ein wirklich nachhaltigkeitsintegriertes Planungsprinzip zu installieren. Ein grüner Teamspirit kann also nicht schaden, damit man das erreicht, was man sich vorstellt. Was ist nun, wenn der Nutzer ins Spiel kommt, also der Mieter? Der Nutzer ist tatsächlich die Blackbox, mit der das Thema Nachhaltigkeit zu kämpfen hat. Denn der Nutzer ist kein Fachmann, der Nutzer kommt morgens in sein Gebäude und will einfach nur dort arbeiten, dort wohnen, will, dass es warm wird im Winter und will, dass es kühl wird im Sommer. Und das Verhalten des Nutzers zu steuern, entscheidet am Ende darüber, ob ein Gebäude tatsächlich seine Effizienzpotenziale ausnutzt oder nicht. Es scheint komplizierter mit der Immobilie der Zukunft zu sein als gedacht. Aber ist dabei die Technik der ausschlaggebende Faktor? Stellt sich nicht vielmehr die Frage, wie eine Art Kultur der Nachhaltigkeit aussehen könnte? Um zu erfahren, was der Nutzer von einer Immobilie erwartet, haben wir uns mit Roman Wagner verabredet. Er entwickelt Büroimmobilienkonzepte für die Arbeitswelt von morgen und begleitet Unternehmen auf diesem Weg. Die Hoffnung der Mieter ist neben der gesenkten Betriebs- und Nebenkostenabrechnung vor allen Dingen die Steigerung der Reputation des Unternehmens. Das einerseits in die Richtung der Öffentlichkeit, aber andererseits, und das finde ich persönlich viel wichtiger, in die Richtung der eigenen und der zukünftigen Mitarbeiter. Wagner spielt auf den viel zitierten War for Talents an und bringt damit neue Aspekte in die Überlegungen. Es ist vor allen Dingen die junge Generation, die sogenannte Generation Y, die für Veränderungen sorgt, die auch Veränderungen in Unternehmen fordert. Sie ist es nämlich, die Hierarchien gerne abgebaut haben möchte. Die Arbeit verändert sich und so muss auch die Immobilie reagieren. Eine engere Zusammenarbeit zwischen Eigentümer und Mieter wäre also angebracht, damit für beide der gewünschte Mehrwert entsteht. In der Diskussion um die Nachhaltigkeitskultur in Unternehmen sehe ich vor allem das Management in der Pflicht. Hier gilt es, eine Strategie zu entwickeln, die sich zum Beispiel in den Corporate Social Responsibility Richtlinien, aber auch im Handbuch für neue Mitarbeiter wiederfindet. Genauso müssen wir unsere Dienstleister und Lieferanten dazu auffordern, sich diesen Kriterien letztlich zu beugen und damit auch für eine Multiplikation der entsprechenden Effekte zu sorgen. Denn nur so werden wir zu einem werteorientierten Immobilienmanagement kommen. Doch um das zu erreichen, müssen ökonomische Prozesse neu gedacht werden. Offensichtlich hat unsere Suche nach der Immobilie der Zukunft gerade erst begonnen.
Wir sind neugierig geworden auf die Immobilie der Zukunft und möchten wissen, wie sie sich praktisch realisieren lässt. Volker Noack hat uns eingeladen, das Emporio-Quartier in der Hamburger City zu erkunden und uns etwas über die Entwicklungsgeschichte zu erzählen. Als wir uns nach der Jahrtausendwende überlegt haben, was wir zukünftig mit dem Unilever-Gebäude machen wollen, war die große Frage, verkaufen wir dieses Areal oder beginnen wir hier ein größeres Refurbishment? Als wir uns dazu entschlossen haben, dieses Refurbishment zu implementieren, war uns auch klar, dass wir hier ein nachhaltiges Gebäude wieder entstehen lassen wollen, was mindestens für die nächsten 40, 50 Jahre dann auch so an Bestand hat. Ein höchst eindrucksvolles Gebäude, das wiederbelebt werden sollte. Markant denkmalgeschützt. Eine Ikone der Bürohausarchitektur in bester Lage. Deren überalterte Substanz und Technik aus den 1960er Jahren sicherlich eine grundsätzliche Überholung verlangte. Also hier war keine Lack- und Leim-Renovierung angesagt, sondern natürlich ein komplettes Refurbishment unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Was eben auch zur Folge hat, dass man dann komplett eigentlich neu aufsetzen kann und für jede Mietfläche einzelne Verbräuche und andere Dinge feststellen kann. Entstanden ist neben einer zukunftsfähigen Büroimmobilie ein Mikrokosmos aus unterschiedlichen Nutzungen. Ein ruhiger Pol mitten in der hektischen Metropole, den Anwohner und Mieter gleichermaßen zu schätzen wissen. Wie wurde aus dem anspruchsvollen Projekt ein nachhaltiges Immobilieninvestment? Die Finanzierung dieses Neubaus war möglich, weil wir die Gelegenheit hatten, neben dem eigentlichen Bürobestandsgebäude auf dem relativ großen Grundstück noch ein weiteres Hotel und ein Wohngebäude zu errichten und zusätzlich noch weitere zwei Geschosse auf das Emporio-Hochhaus aufzustocken. Das hat insgesamt zu einer wirtschaftlich darstellbaren Lösung für uns und für die Anleger geführt, mit der wir sehr zufrieden sind. Es ist also die Kombination aus Nutzerqualität und Funktionalität, die überzeugt. Auf einen Sprung schauen wir im Scandic vorbei, das Teil des Emporio-Quartiers ist. Mit seinem skandinavischen Konzept hat sich das Hotel in kurzer Zeit am Hamburger Markt etabliert und bereichert das Viertel. Wir haben von unserem Vermieter und den Baufirmen ein ganz tolles, energieeffizientes Konzept gebastelt bekommen hier. Was wir als Hotel-Konzept fahren, ist das Ganze von innen dann genauso zu leben. Damit ist eine Kernfrage unserer Zeit verbunden. Wie wird ein umweltschonender Lebensstil attraktiv und interessant? Wie bringt man Hotelgästen, also zahlenden Nutzern, das Thema Nachhaltigkeit nahe, ohne als überschlauer Superöko zu gelten? Storytelling ist bei Scandic ganz groß geschrieben. Das eine ist das Design und das Aussehen. Das ist so ein Wohlfühlambiente. Das andere ist aber Storytelling. Jeder kann in die Tiefe gehen und sich Themen auch von uns erzählen lassen, wenn er daran wirklich interessiert ist. Eine Vorgehensweise, die sich vielleicht auch für die Kommunikation mit Büromietern eignet. Sie erinnern sich, in Teil 1 war vom Nutzer als Blackbox die Rede. Der Nutzer ist tatsächlich die Blackbox, mit der das Thema Nachhaltigkeit zu kämpfen hat. Glaubwürdigkeit spielt in jedem Fall eine große Rolle, weshalb Scandic seine Lieferanten und Dienstleister in die Pflicht nimmt. Auch dort soll Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Kultur sein. Wie geht dieses Unternehmen mit den Fragen um, mit denen wir uns auch täglich beschäftigen? Und möchten auch dann quasi ausklammern, wer dem Ganzen überhaupt nicht entspricht und gesellschaftlich diesen Weg zurück eher macht und sagt, wir möchten halt nicht in eine moderne neue Zukunft. Also wer in der Hotellerie es eigentlich wirklich ernst meint auch, der weiß gar nicht, was er dann vielleicht auch schon für eine Power auf die Hersteller ausüben kann, indem er eine Ausschreibung macht, die in diese Richtung geht. Vielleicht ist das die erste Erkenntnis auf unserer Suche. Das technische und wirtschaftliche Know-how ist längst vorhanden. Es muss nur strategisch und konsequent angewendet werden. Dann wird jede Immobilie fit für die Zukunft und macht sich für Mensch und Umwelt bezahlt. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen auf unserer Suche. Was zu Beginn kompliziert erschien, wird zunehmend verständlich. Vor allem wurden die Zusammenhänge zwischen einem geplanten Immobilienkonzept und dem erfolgreichen Gebäudebetrieb deutlich.
fehlt noch das Immobilienmanagement, worüber wir mehr von Tim Fischer erfahren möchten, mit dem wir uns verabredet haben. Wenn man einfach nachhaltig und wettbewerbsfähig ein Haus betreiben möchte, dann ist es ein Muss, dass man sich bereits ganz frühzeitig mit dem Betrieb des Hauses befasst. Bei uns oder bei Entwicklern, die halt auch Bestand übernehmen, heißt das zum Beispiel, dass man sehr frühzeitig mit dem Facility Management Unternehmen sich über Betreiberkonzepte Gedanken macht, welche wiederum verschiedenste Nutzungsphasen des Hauses abdecken. Der Hinweis auf Bestandsimmobilien ist wesentlich, denn ihre Modernisierung wird in den kommenden Jahren für die Branche bestimmend sein. Schließlich sind unsere Städte gebaut und viele Gebäude Jahrzehnte alt, darunter Architekturklassiker wie das Emporio, das wir in Teil 2 besucht haben. Darüber hinaus gibt es weitere denkmalgeschützte Ikonen, die auf eine neue Chance warten. Da fällt mir konkret das Dreischeibenhaus aus unserem Bestand oder aktuellen Entwicklungsbestand ein. In dem Objekt, 30.000 Quadratmeter mitten in Düsseldorf, in dem Projekt haben frühzeitig Facility Management und Property Management Teams sich darüber Gedanken gemacht, wie eben diese sehr komplexe Revitalisierung eines ursprünglich von einem Mieter genutzten Hauses vonstatten gehen kann. Wie schon beim Emporio, so liegt auch beim Dreischeibenhaus der Erfolg darin, unterschiedliche Nutzungsszenarien vom Büro bis zum Restaurant vorwegzunehmen, um flexibel auf die Wünsche der späteren Nutzer reagieren zu können. Was bringt die moderne Gebäudeausstattung nun für das operative Geschäft? Die Transparenz, die mittlerweile Häuser in den Verbräuchen, in den Kosten bieten und die Systeme bieten, führt eben dazu, dass das Facility Management ganz klug steuern muss und dass da eben der Wert oder das Potenzial drin liegt. Der Experte hat bereits genaue Vorstellungen vom Immobilienmanagement im digitalen Zeitalter. Die konsolidierte Lösung, IT-Lösung, die, wie ich mir das vorstelle, an einem iPad ermöglicht, dem Eigentümer auf Knopfdruck oder dem Manager auch zu zeigen, wie viel Restlaufzeit ich habe, wie viele Mietverträge nächsten Monat auslaufen und wie viel Miete gerade die Mieter mir noch schulden. Die ist mir noch nicht bekannt, aber ich weiß, die Firmen arbeiten daran. Wie es scheint, durchläuft die Branche tiefgreifende Veränderungen. Dabei geht es um mehr als Daten, Zahlen und Fakten. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen oder zurückzugewinnen. Und es geht um die Professionalisierung von Prozessen. Ein Global Player, der sich frühzeitig auf den Pfad der Zukunft begeben hat, ist Union Investment, weshalb wir noch einmal Volker Noack besuchen. Wo liegt für ihn die Herausforderung? Zuerst einmal müssen Sie, glaube ich, für das Thema Nachhaltigkeit auch im Unternehmen werben und auch die Mitarbeiter dafür begeistern, dass die Nachhaltigkeit für alle, aber auch eben für die Mieter und auch letztlich für unsere Anleger, also unsere Kunden, etwas ist, was sich auszahlt. Wie sieht dieser Mehrwert konkret aus? Ist die Verfügbarkeit von Daten der Schlüssel zum Erfolg? Bis jetzt ist es so, dass alle Erhebungen, die im Rahmen der Nachhaltigkeit stattfinden, sozusagen ein Add-on zu den bisherigen Systemen waren. Also wir haben natürlich immer Immobiliendaten erhoben, Verbräuche erhoben, aber das eben im Sinne einer vernünftigen Abrechnung. Alles, was wir in den sogenannten PSM-Elementen integriert haben, sind sozusagen alle Dinge, die wir brauchen, um nachhaltiges Immobilienmanagement überhaupt möglich zu machen. Und das ist sozusagen im Moment noch ein Zusatzsystem, was aber in der Funktion eigentlich ein integraler Bestandteil schon auch unserer Bemühung ist, Immobilien auch nachhaltig zu bewirtschaften. Die Prozessmodernisierung findet also bereits statt. Nur eins fehlt noch. In unseren Gesprächen spielte der Nutzer immer eine große Rolle. Deshalb zuletzt die Frage, wie bindet man ihn in das Immobilienmanagement ein? Wir haben mit unseren Mietern regelmäßige Mietergespräche, in denen wir natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit platzieren können. Und eben auch dort auf gegebenenfalls abweichende Verbräuche oder andere Auffälligkeiten in diesen Mietbereichen hinweisen können. Das wird von den Mietern inzwischen auch sehr positiv aufgenommen und führt meines Erachtens auch zu einer erhöhten Identifikation mit dem Gebäude. Das ist am Ende unserer Suche eine sympathische Idee. Die Immobilie repräsentiert eine zukunftsorientierte Haltung und steht für eine moderne Unternehmenskultur. Daraus sollte sich mit dem nötigen Team Spirit etwas machen lassen. Auf die Umsetzung sind wir gespannt und schauen sicherlich wieder bei allen Experten vorbei.